Hey Jungs, wisst ihr, wo sind wir? Wo? Wir sind gerade in Berlin. Das ist der Bundestag. Die Politiker sitzen da. Sie haben gesagt, dass Afghanistan sicher ist? Ja, das die haben gesagt. Was denkt ihr? Afghanistan ist sicher? Nein, niemand denkt. Jeden Tag in Afghanistan Bombe geht hoch. Jeden Tag in Afghanistan werden Menschen getötet. Die Taliban, die Daesh versuchen immer, die jungen Männer mitzunehmen. Wegen der Probleme sind wir nach Deutschland geflüchtet. Bruder, wir haben Familie, unsere Familie leben in dem Krieg. Wir sagen persönlich, dass die Afghanistan nicht sicher ist. Politiker von Deutschland, Flüchtlinge sind auch Menschen und wir brauchen Hilfe. Hallo, ich heiße Arif Bagheri, ich komme aus Afghanistan. Ich bin fast 2 Jahre in Deutschland. Vor einem Jahr habe ich einen Durchschuss gesucht. Dort habe ich Deutsch gelernt. Ich wohne mit anderen Jugendlichen. Ich bin glücklich, dass ich in Deutschland bin und viele Leute kennengelernt habe. Ich wünsche mir später eine Ausbildung suchen und machen. Leider habe ich eine Ablehnung wegen meiner Asylantrag bekommen. Ich bin sehr traurig darüber. Hallo, mein Name ist Ali Reza Ramzani, ich komme aus Afghanistan. Ich bin 18 Jahre alt, ich bin fast 2 Jahre in Deutschland. Ich bin Besucher in der Schule. Ich habe Abschiebung bekommen. Ich bin nicht zurück nach Afghanistan. Hallo, ich bin, wer bin ich? Ich bin ein Flüchtling aus Afghanistan. Ich bin im Krieg aufgewachsen. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich Sicherheit brauche. Gehe ich jetzt zur Schule und ich will Ausbildung machen. Es ist mein Recht, eine gute Zukunft zu haben. Ich habe leider Ablehnung bekommen. Und ich bin sehr traurig. Ich will nicht zurück nach Afghanistan. Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Vor Reisen nach Afghanistan wird gewarnt. Wer dennoch reist, muss sich der Gefährdung durch terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte, einschließlich Entführung, bewusst sein. Wegen immer wieder und in vielen Landesteilen aufflammender Kämpfe zwischen afghanischen Sicherheitskräften und vor allem den Taliban, aber auch dem regionalen Ableger des sogenannten Islamischen Staats, ist die Sicherheitslage in großen Teilen des Landes unübersichtlich und nicht vorhersehbar. Reisende können daher jederzeit und ohne selbst beteiligt zu sein in lebensbedrohende Situationen geraten. Außerdem kann es landesweit zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen kommen. Warum Afghanistan für andere ohne sicher, aber für uns ein sicheres Land?